GreenSecure. Mehr Freude an IT. Was ist eigentlich Shareware? Was ist eigentlich Freeware? Was sind eigentlich diese ganzen Wares? Ja, das möchte ich dir in diesem Video erklären. Ja, moin, herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass ich dir heute mal so ein bisschen die Unterschiede erklären kann. Und du kennst es vom Hörensagen sicherlich auch. Shareware, was ist das eigentlich? Shareware, ja. Schare Ware. Was könnte das denn sein? Also Shareware ist vom Englischen das Wort Share. Das steht natürlich für Teilen, das weißt du ganz sicher. Und das Wort Ware ist natürlich für Ware. Also Ware, die man teilt. Ja? Oder ein Produkt. Und das ist eine sogenannte Vertriebsform von Software. Ja? Bei der die jeweilige Software vor dem Kauf getestet werden kann. So, und eingeführt wurde dieser Begriff oder diese Bezeichnung von einem Bob Welles, einem der ersten Mitarbeiter der US-amerikanischen Computerfirma Microsoft. Aha, siehste. Und üblicherweise ist es bei Shareware erlaubt, diese Software in unveränderter Form beliebig zu kopieren oder zu verteilen. Ja, das ist also erlaubt, das darfst du. Jedoch im Gegensatz zu Freeware mit einer Aufforderung, sich nach einem gewissen Testzeitraum ja, beim Autor kostenpflichtig registrieren zu lassen. Ja, ja meistens ist dieser Testzeitraum 30 Tage. Ja, kann weniger, kann mehr sein. Und ja, manchmal wird auch der Begriff Trialware dafür benutzt oder verwendet. Ja, Trial Period ist halt die Testphase. Ja. So, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von Shareware. Ja. Eine Art der Shareware-Bereitstellung besteht in der Freigabe einer kostenlosen Teilversion. Ja, diese Teilversion verfügt über eine eingeschränkte Funktionalität, weswegen diese Form auch Crippleware genannt wird, zu Deutsch etwa verkrüppelte Software, ja, ist aber zeitlich uneingeschränkt nutzbar. Okay, durch die Registrierung des Programms wird entweder der Download einer Vollversion möglich oder die Teilversion wird durch Übertragung einer Seriennummer zu einer Vollversion. Ja, das kennst du ganz sicher auch, ne? Es gibt Shareware mit Nagscreen, also einer auf Deutsch sagen wir dazu Nörgelmeldung oder einem Nörgelscreen, ja, der den Benutzer zur noch fehlenden Registrierung drängt. Kennst du ganz sicher? Es gibt im Windows-Bereich unzählige Programme, bei denen das so ist, wo der immer wieder nervt. Ja, ob das bei WinRAR ist oder dem Total Commander und so weiter und so fort. Das gibt es ganz, ganz oft, ja, dass da immer so eine Meldung aufpoppt, hey, Testzeitraum läuft bald ab oder ist abgelaufen. Registriere dich doch bitte. Meist wird dieser Nörgelbildschirm unmittelbar nach dem Start des unregistrierten Programms angezeigt, ja, mit der Empfehlung, der Anwender möge das Programm nun doch registrieren. So, und von der Shareware zu unterscheiden ist die Art der Demo-Version. Das hast du nämlich bestimmt auch schon mal gehört, Demo-Version. Nämlich, die Demo-Version ist nach Ablauf einer Probierzeit nicht mehr funktionsfähig. Okay. Also das ist ganz wichtig zu unterscheiden, ne? Shareware, ja, ich kann das einfach immer wieder, ja, letztendlich kostenlos testen, muss mich aber damit arrangieren, dass da einfach eine ekelhafte, nervige Meldung jedes Mal kommt. Und beim Begriff der Demo-Version, die ist danach wirklich dann abgelaufen, die kann ich dann nicht mehr benutzen. Ja, und dann gibt es noch, ja, die Bezeichnung Trial-Version oder Trial-Version kann eine Demo oder eine zeitlich begrenzt nutzbare Shareware-Version bezeichnen. Ah ja. Ja, Lizenzformen, die mehr Freiheiten bei der Benutzung oder Verbreitung zulassen. Es gibt einmal, das ist so interessant, ja, es gibt einmal, kennst du Freeware? Das ist die Software, die vom Autor ohne Entgelt zur Verfügung gestellt wird. Gibt es unzählige von. Ja? Es gibt so eine sogenannte Donationware. Ja? Das ist auch Freeware, bei der eine eventuelle Bezahlung dem Benutzer freigestellt bleibt. Kennst du auch bestimmt, spende hier jetzt x Euro. Ne? Also du kannst das Programm kostenlos komplett in der Vollversion benutzen, aber du darfst gerne spenden. Das gibt es auch sehr oft. Und dann gibt es Careware. Das ist Software, deren Vertrieb einem gemeinnützigen Zweck dienen soll.
Dann gibt es Cardware, für die der Autor als Gegenleistung eine Postkarte erwartet. Auch nett. Und es gibt Beerware, für die der Autor als Belohnung oftmals nur scherzhaft bei Gelegenheit ein spendiertes Bier verlangt. Ansonsten ist diese Software zumeist gemeinfrei. Ja, da gibt es natürlich freie Software, die erlaubt dem Benutzer neben einer freien Weitergabe des Programms seinen Quellcode einzusehen und zu verändern. Das ist ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema, ne? Open Source. Dann gibt es Copyleft. Copyleft ist die Bedingung, dass von einem Werk abgeleitete Werke mindestens die gleichen oder ähnliche Freiheiten gewähren müssen. Das ist auch ziemlich cool, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich habe jetzt diese Open-Source-Software und ich darf die benutzen und ich darf die auch verändern. Aber wenn du das jetzt veränderst und unter einem anderen Namen veröffentlichst, dann muss die Freiheit, die bei dem Original dabei war, muss bei der Kopie, die du angefertigt hast, letztendlich auch gegeben sein. So, und dann gibt es Gemeinfreiheit, Public Domain nennt man das auch, bedeutet den völligen Verzicht des Urhebers auf seine Rechte. Ja, das ist auch sehr interessant. Ja, das zu dem Thema Wares, Shareware, Freeware, Demoware, was auch immer. Ja, vielleicht kannst du da was mit anfangen. Ich hoffe es. Was hast du für Erfahrungen mit den verschiedenen Shareware, Demo und so weiter für Versionen gemacht? Was sind so die meistgenutzten Wares, die du kennst? Schreib mir das doch einfach mal in die Kommentare rein. Da freue ich mich drüber. Ich wünsche dir einen ganz, ganz coolen Tag und bedanke mich für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir beide uns im nächsten Video wieder bei mir sehen oder wenn du wieder einschaltest. Mach's gut, bis dann. Dein Christoph. Hey, hat dir das gefallen? Dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Über einen Kommentar hier unten würde ich mich sehr, sehr freuen. Und auf jeden Fall nicht vergessen, hier unten rechts die Glocke zu aktivieren. Danke dir!